Augenblick wie diese unbeschreiblich. Kannst du spüren, wie mein Atem dich berührt? Es ist Zeit, dass wir den Traum gemeinsam leben. Ein Moment, der dich und mich zusammenführt. Du bist das Leben, bist die Liebe, meine Welt. Das allein ist, was jetzt zählt. Zeig mir die Liebe, zeig mir den Weg, zeig mir die Wahrheit und wie's dir geht. Zeig mir dein Lachen an jedem Tag. Zeig mir die Liebe, zeig mir das Licht, zeig mir dein Ich. Ich liebe dich. Ich geh mit dir bis ans Ende aller Tage. Ich bin da, weil du mein Sinn fürs Leben bist. Eine Reise in die Zukunft, lass uns fliegen, weil mit dir ein Tag so einzigartig ist. Du bist das Leben, bist die Liebe, meine Welt. Das allein ist, was jetzt zählt. Zeig mir die Liebe, zeig mir den Weg, zeig mir die Wahrheit und wie's dir geht. Zeig mir dein Lachen an jedem Tag. Zeig mir das Licht, zeig mir dein Ich. Du bist das Leben, bist die Liebe, meine Welt. Das allein ist, was jetzt zählt. Zeig mir die Liebe, zeig mir den Weg, zeig mir die Wahrheit und wie's dir geht. Zeig mir den Weg, zeig mir die Wahrheit und wie's dir geht. Zeig mir dein Lachen an jedem Tag. Zeig mir die Liebe, zeig mir das Licht, zeig mir dein Ich. Zeig mir das Licht. Rainer Hügelmeier, Zeig mir die Liebe, ein Titel aus seinem Album Bleib wie du bist, und ich freue mich, dass ich ihn jetzt in der Leitung habe. Wir schalten nämlich jetzt drüber nach Amerika, nach Lakeview, da ist nämlich der Rainer zu Hause, und endlich kann ich mal zu einem Künstler sagen, schönen guten Abend und nicht guten Morgen hier in der langen Nacht auf Radio Leineherz 106.5, ein Mann, den wir schon alle kennen auf Radio Leineherz, nämlich eben Rainer Hügelmeier, grüß dich. Servus Fred, wie geht's? Ja, also wenn wir dich jetzt im Gespräch haben können, dann muss uns ja allen gut gehen. Und weil die Leitung ja auch so stabil ist, kann eigentlich jetzt nur ein netter Smalltalk entstehen, würde ich mal sagen. Die Hörer von Radio Leineherz 106.5 wissen ja vielleicht nicht mal noch, dass du ein Album hast, ein neues Album, das jetzt im Jahr 2015 erschienen ist. Bleib wie du bist, zeig mir die Liebe, war ein Titel aus diesem Album. Der Lieblingstitel deiner Frau, wie du mir im Vorfeld erzählt hast. Aber vielleicht erzählst du uns ganz kurz mal über dieses Album, das ja wieder in bewährter Manier mit den Gebrüdern Wörle entstanden ist. Ja, das ist das Album, das kam im März raus, das hat da 14 Lieder drauf, und das ist ein sehr schönes Album, ist ja wirklich, jedes Lied, das drauf ist, gefällt mir. Wir haben auch mal wieder einen von den Titeln von damals in den 80ern neu aufgenommen. In dem Fall ist das Lass die Sonne in dein Herz, und mal eine Solo-Version davon gemacht, die ist auch super geworden ist. Und dann ist ein Rainer Hügelmeier Hitmix drauf. Und da sind die Lieder von der letzten CD dabei.
Und das ist natürlich auch ganz cool geworden. Also wirklich eine super CD zum Reinhören zu empfehlen. Das stimmt auf jeden Fall, und du hast dich auch diesmal in Englisch wieder versucht. Ja, wir haben einen der Lieder, der ist in Englisch und in Deutsch aufgenommen worden. Und das war eigentlich, wir hatten das damals bei dem Grand Prix in der Schweiz eingeschickt. Leider ist aber da nichts passiert und aus dem Grund haben wir es dann auf die CD drauf gemacht. Ja, es ist immer schön, wenn man dann einen Titel in deutscher Sprache hört und dann in englischer Sprache. Ist es die 1:1-Übersetzung? Nee, ist es eigentlich nicht. Also im Sinne ja, aber es ist nicht die 1:1-Übersetzung, ist ja ganz schwierig, das zu machen, weil wenn du jetzt was auf Deutsch singst und wenn du was auf Englisch singst, die Wörter sind ja ganz anders. Also, aber vom Sinn her ist es auf alle Fälle dasselbe. Und der Titel wurde ja von dem Bernd Meininger geschrieben, beziehungsweise der Text wurde von Bernd Meininger geschrieben. Und der ist natürlich versiert in Englisch und in Deutsch, weil der hat ja auch unheimlich viele Hits in Englisch geschrieben für die Bellamy Brothers und so weiter. Und also der Titel kommt sogar hier rüben sehr gut an. Best in Life, wird es den Titel irgendwann mal auf Single auch geben? Ich weiß nicht, was da geplant ist mit dem Titel. Ich hoffe natürlich, das wäre natürlich super, wenn die englische Version auch als Single rauskommt, weil The Best in Life ist ein schöner Titel und dann könnte ich hier rüben, wenn wir was machen, gell? Weil Natürlich, es ja. ist nicht schwierig mit den Deutschen, ne? Ja. Für die Hörer von Radio Leineherz 106,5 ist es vielleicht auch mal interessant zu erfahren, wie die Arbeit überhaupt läuft. Wenn die Gebrüder Wörle, die sitzen ja in Deutschland, in Beisweil, du bist ja in Lakeview zu Hause. Vielleicht erzählst du ganz kurz, wie entsteht eigentlich so eine Produktion? Naja, mittlerweile ist es ja so, dass ich öfters in Deutschland bin und dann, wenn ich jetzt, haben auch viele Sachen, die wir jetzt in Deutschland aufnehmen, wo ich bei den Wörlis bin. Bei der letzten CD haben wir sehr viele Titel aufgenommen, wo ich hier im Studio war und dann die Sachen rüber nach Deutschland geschickt worden sind. Aber jetzt bei diesem Album bin ich schon öfters in Deutschland gewesen und haben natürlich jede Zeit, wenn wir die Gelegenheit hatten, bin ich im Studio gewesen bei den Wörlis. Ist wahrscheinlich aber trotzdem auch sehr zeitintensiv. Man muss jede Minute wirklich nutzen. Da merkt man auch den Profi, weil es gibt ja wirklich Künstler, die nehmen an einem Song oft 3, 4 Tage auf, nur zum Einsingen. Und wie viele Songs habt ihr dann an einem Tag geschafft? Und wir schaffen 2, 3 Songs. Also das muss ich ehrlich sagen, ich übe ja sehr viel, bevor ich ins Studio reingehe, weil ich bin ja der Meinung, das ist die Produzenten, denen ihre Zeit ist ja auch was wert. Und von dem her versuche ich die Titel alle einzuproben und die dann so schnell wie möglich gut zu singen. Und normalerweise ist es so, machst du 3, 4, 5 Takes von einem Lied und dann hast du die Sache im Kasten. Also das habe ich, muss ich ehrlich sagen, schon immer gemacht. Also damals am Anfang meiner Karriere sozusagen war es ein bisschen schwieriger, weil damals hatte ich das nicht so drauf. Und über die Jahre lernt man das ein bisschen anders zu machen. Und es kommt auch auf den Produzenten darauf an, weil es gibt Produzenten, die sind natürlich sehr pingelig und die wollen dann ein Wort in einer gewissen Weise gesungen haben. Und dann kann schon sein, dass du an einem Satz für eine halbe Stunde arbeitest. Das kann auch passieren. Aber die mit dem Wörlis, also wir haben das wir sind so ein richtiges Team. Ja, und dass dieses Team funktioniert, das beweist ja sehr eindrucksvoll auf deinem tollen Album Bleib wie du bist. Es stellt sich ja immer die Frage, jetzt hast du dein zweites Schlageralbum rausgebracht. Möchtest du dir auch musikalisch mal einen ganz anderen Traum erfüllen? Denn ich weiß ja, dass du eigentlich musikalisch sehr vielfältig bist und uns Entertaining vom Feinsten präsentieren könntest. Ja, es ist natürlich, wie du weißt, dass ich in den Staaten lebe, es ist natürlich schon liegt nahe, dass ich mal was in Englisch jetzt mache. Und ich hoffe, dass es auch in den nächsten paar Jahren mal passiert. Ich habe genügend Kontakte und ich singe ja auch hier rüben viel Englisch. Ich singe mehr Englisch wie Deutsch hier rüben. Und liegt das natürlich schon nahe, dass wir da mal was machen. Aber bis jetzt also habe ich nichts Konkretes. Ja, wär natürlich toll, weil du kannst ja, ich kenne ja viele Aufnahmen von dir, viele Klassiker, die du in deinen eigenen Stil rübergeholt hast, also schöne Oldies, aber natürlich, ich habe das schon einmal gesagt in einem Interview, wäre es natürlich toll, zum Beispiel ein Album aufnehmen, die eine CD Deutsch, die andere Englisch.
Ja, das hast mal gesagt, und das wäre natürlich super, wenn das alles originale Lieder wären und eben auf Deutsch und Englisch zu machen. Ich bin einmal überlegen, weil der Stil muss ja auch passen zu mir. Und wenn du in Englisch halt einen Stil machst, also wie du schon sagst, die ganzen Oldies und so weiter, die würde ich gerne neu aufnehmen und den guten Stil machen und dann auch in Deutschland genauso. Die meisten gab es ja in Deutsch schon und muss man halt neu produzieren, aber sowas wäre natürlich schon super, gell? Ich weiß nicht, wie es dir geht, Rainer, wenn wir zwei miteinander plaudern. Die Zeit vergeht immer unheimlich schnell. Wir werden jetzt eine kleine Ausnahme machen, auch wenn es die lange Nacht ist jetzt, wo eigentlich nur ganz kurz gesprochen wird. Wir spielen jetzt ganz einfach mal den Titeltrack und die erste Single aus deinem Album, Bleib wie du bist. Und dann machen wir noch ganz kurz Werbung für dein Album und wo man das Album bekommt. Oh, so, super. Bleib wie du bist, weil das beinahe schon perfekt für mich ist. Deine Art, dich zu zeigen, darf so bleiben. Und selbst kleine Fehler stehen dir gut. Wie lange ist das schon her, als wir zwei uns sahen? Als wir so jung und so unglaublich happy waren. Du warst die quasselnde Kleine für mich und jeder Streich, der gelang nur durch dich. Damals beim Abschied hab ich zu dir gesagt: Bleib wie du bist und lass einfach alles so, wie es ist. Ich bitte so wie immer, nichts wird schlimmer, als sich selber zu belügen. Bleib wie du bist, weil das beinahe schon perfekt für mich ist. Deine Art, dich zu zeigen, darf so bleiben, und selbst deine Fehler stehen dir gut. Waren wir mehr als nur Freunde, das könnte schon sein. Manchmal fällt so jungen Herzen dazu nichts ein. So viele Jahre ist all das schon her. Dich heute zu sehen, ruf fast schon nach mehr. Und ich sag ehrlich, lass einfach alles so, wie es ist. Gib dich bitte so wie immer, nichts mehr schlimmer, als sich selber zu belügen. Bleib wie du bist, weil das beinahe schon perfekt für mich ist. Deine Art, dich zu zeigen, darf so bleiben, und selbst deine Fehler stehen dir gut. Wie du bist und lass einfach alles so, wie es ist. Gib dich bitte so wie immer, nichts mehr schlimmer, als sich selber zu belügen. Bleib wie du bist, weil das beinahe schon perfekt für mich ist. Deine Art, dich zu zeigen, darf so bleiben, und selbst deine Fehler stehen dir gut. Der Titeltrack aus dem tollen Album von Rainer Hügelmeier, Bleib wie du bist. Und der Rainer und ich haben, während der Titel jetzt gelaufen ist, ein bisschen diskutiert. Ist ja immer so spannend, welche Songs hat man eigentlich schon ausgekoppelt? Und es gab tatsächlich vorab im letzten Jahr schon zwei Auskopplungen. Das Herz aus Stein war ja auch ein Titel, den ihr also als Gruppe Wind 1985 aufgenommen habt. Und den hast du jetzt auch neu rausgebracht, ja, und ewig muss ja nicht unendlich sein, war ja auch schon vorab als Single. Mit anderen Worten, wenn es so weitergeht, hast du ein richtiges Best-of-Hit-Album. Genau, dann können wir wieder so einen Hitmix machen.
Ja, das passiert mit Sicherheit beim dritten Album sowieso wieder. Jetzt wollen wir natürlich den Hörern von Radio Leineherz 106.5 berichten, wo man dein tolles Album käuflich erwerben kann. Und vielleicht hören ja auch jetzt Menschen, die nicht unbedingt nur jetzt in Deutschland sind, in der Schweiz, in Österreich, weil Radio Leineherz 106.5 ist ja via Internet auch weltweit zu hören und nicht nur als Regionalradio in Niedersachsen. Vielleicht auch, wo kriegt man das Album zum Beispiel? Amerika? Das kann man bei mir direkt bestellen eigentlich, über die Webseite reinerhögelmeier.de. Kann man das direkt bei mir bestellen. Mhm. Unterschrieben. Ja, das auch noch. Na bitte, ja, dann steigt ja dann der Wert ins Unermessliche. Siehst du, ich krieg deine Alben immer von der Plattenfirma, deshalb ist zwar die Musik wertvoll, aber das Cover nicht so wertvoll. Du kannst es ja bestellen bei meiner Webseite. Ja, aber schick dir mal eins. Ja, ja, na, ich habe ja das Album, nur halt ohne deine Unterschrift. Ja, das, also hier in den Staaten, die Läden verkaufen auch teilweise keine CDs mehr, gell? Also von dem her ist es schwierig, überhaupt hier irgendwo reinzukommen. Mhm. Also es läuft ja tatsächlich viel über Download, aber ich habe auch ein bisschen beobachtet, als das Album rausgekommen ist. Es stand in den Download-Charts bei Amazon zum Beispiel ganz gut da. Ja, es, am Anfang anscheinend ist es immer so, wenn was Neues rauskommt, dann geht es sehr hoch. Also die Download-Charts machen gut. CD-Verkäufe natürlich nicht so, weil dafür bin ich einfach zu wenig in Deutschland. Mhm. Aber allerdings jetzt das Neueste ist ja jetzt, dass die Downloads bald auch nicht mehr gibt, weil jetzt jeder alles über das Spotify anhört und jetzt iTunes, Radio und so weiter, kannst du praktisch die ganzen Sachen hören, ohne das zum Download. So wie Napster, wenn du hörst das Pandora und so weiter. Ne? Mhm. Was ja eigentlich sehr traurig ist. Ich meine, ich bin sowieso einer, der den physischen Tonträger noch in Händen halten möchte, aber sowas wie Spotify ist ja dann letztendlich der Tod jedes Künstlers, weil da verdient man ja kaum noch was dran. Ja, nicht nur des Künstlers, auch die Leute, die Sachen produzieren, weil natürlich. Eine Produktion kostet einen Haufen Geld und ich verstehe es auch, wenn man die Sachen anhören will, aber wenn man keinen Kunden mehr hat, irgendwie CDs oder Downloads zu kaufen, dann irgendwann kommt die Musik, ich weiß nicht, wer dann aus, ob sich das rentiert, sich ja dann gar nicht mehr was zu produzieren. Mm, so ist es, ja. Na, dann hoffen wir, dass es doch noch alles länger hält als geplant. Ich kann mich noch gut erinnern, eine Zeit lang hat es geheißen, jetzt kommen dann die USB-Sticks mit den Songs der Künstler. Also auf diese USB-Sticks warte ich teilweise bis heute noch. Ich bin froh, dass es weiter die CDs gibt. Und dein Album Bleib, wie du bist, ist ja wirklich ein sehr gelungenes Album und wir können jedem nur empfehlen, holt euch dieses tolle Album nach Hause. Rainer, am Ende unseres Gesprächs, wir müssen jetzt leider wieder zum Ende kommen, möchte ich dir natürlich noch die Möglichkeit geben, ein paar Grüße loszuwerden, denn ich weiß, auch heute Nacht hören viele Fans zu. Ja, logisch. Also ich grüße alle meine Freunde, meine Fans, die mir helfen, also die mich wirklich unterstützen, so wie die Regina, die Franziska, die Silke, die Simone, die Carina. Also ich kann das leider nicht alle individuell aufzählen, die Edith und so weiter. Ich möchte mich wirklich bedanken bei allen, dass sie mich so laufend so unterstützen, so wie auch du das machst. Also Fred, muss ich mich bei dir auch bedanken. Ja, jedes Mal, wenn ich mit dir spreche, muss ich mich bei dir bedanken, weil es ist wirklich super, wenn man sowas hat, wenn man so eine Plattform hat und dann noch für die deutsche Musik. Also Hut ab. Rainer, bin ich tatsächlich dein einziger männlicher Fan? Ich höre doch die ganze Zeit nur Frauennamen. Deine Frau muss ja schon richtig eifersüchtig werden. Nee, es gibt schon männliche Fans auch. Aber die meisten sind eigentlich nicht von Deutschland, die sind von anderen Ländern. Also es gibt den Nell zum Beispiel, der ist von Spanien oder so. Also es gibt auch männliche Fans. Aber die sind natürlich nicht so vokal oder nicht so laut. Wie die weiblichen Fans. Naja, Frauen können lauter kreischen, das ist nun mal lauter, es hilft alles nichts. Genau. Und die sind halt die, mit denen ich auch immer in Kontakt bin. Der Kai Wolf ist zum Beispiel ein Riesenfan von mir. Ich weiß nicht, ob du den kennst, der hat früher für Boney M geschrieben. Und das ist auch ein Riesenfan von mir. Also Kai sage ich auch Hallo.
Ja, also alle Menschen, die guten Geschmack haben, die hören gerne Rainer Hügelmeier. Und so soll es auch sein. Wir hören uns jetzt natürlich noch die aktuelle Single-Auskopplung an aus deinem Album Bleib wie du bist. Unkompliziert, es ist immer schön anzumoderieren, denn der Titel klingt unkompliziert, er ist unkompliziert und er ist wunderschön. Ja, ist auch und ist genauso wie ich bin. Ich bin unkompliziert, bin wirklich keine komplizierte Person und von dem her passt mir der Titel super. Ich sehe schon, das nächste Interview führe ich da mit einer Frau und dann werden wir schauen, ob sie das widerlegt, das mit dem unkompliziert. Das glaube ich, das wird sie nicht widerlegen, da stimmt sie voll zu, glaube ich. Ja, lieber Rainer, ich sage jetzt ganz herzlich Dankeschön, dass du Zeit gefunden hast, ein paar Minuten mit uns zu plaudern bei der Lange Nacht Schlager und Co. auf Radio Leineherz 106.5. Natürlich für das Album ganz viel Erfolg, für die aktuelle Single Unkompliziert ganz viel Erfolg und die Leute sollen sich in allen Radios diesen wunderschönen Song wünschen. Bei uns brauchen sie sich den Titel jetzt nicht zu wünschen, denn wir werden ihn jetzt noch spielen und ich freue mich schon, Rainer, wenn wir wieder mal miteinander plaudern. Ich danke dir. Du, ich danke dir auch und freue mich auch aufs nächste Mal. Lang ist her, dass wir beide uns sahen. Was hat die Zeit unserer Freundschaft getan? Wir schauen uns an und wir wissen sofort, verstehen uns noch ohne ein Wort. Wir sehen uns selten, doch du bist stets nah bei mir. Wir sehen uns selten, doch unsere Freundschaft blieb unkompliziert. Unkompliziert. Sein, so wie ich wirklich bin. Was auch geschieht, ich vertrau dir blind. Ist nichts Besonderes, einfach normal und macht mich manchmal doch sentimental. Wir sehen uns selten, doch du bist stets nah bei mir. Wir sehen uns selten, doch unsere Freundschaft blieb unkompliziert, unkompliziert. Du schaust mich an und dein Lächeln, das bleibt. Zimmer für eine lange Zeit und fühl ich mich mal sehr einsam zu Haus. Kam ich dein Lächeln wieder raus. Wir sehen uns selten, doch du bist stets nah. Freundschaft blieb unkompliziert, unkompliziert. Wir sehen uns selten, doch unsere Freundschaft blieb unkompliziert, unkompliziert. Unkompliziert, unkompliziert.